Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei dem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, was haben wir denn heute hier auf dem Gabentisch? Ja, ich freue mich verkünden zu können, mal wieder einen Zuschauerwunsch erfüllen zu können. Und zwar wurde sich vor einiger Zeit mal das Wolterspilz hier gewünscht, Wurde ich angeschrieben, ob ich es mal vorstellen kann. Habe ich gesagt, na klar, früher oder später wird es rankommen. Habe ich recht gehabt, behalten. Wird schon wieder Wortfindungsstörungen. Aber da ist es auf jeden Fall. Den haben wir es zu verdanken, dem lieben Pinecraft. War durch Zufall mit bei gewesen in dem Halloween-Biertauschpaket. Und somit sind wir auch mit diesem Biertauschpaket vom Halloween jetzt fertig zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich sage nochmal schön recht herzlichen Dank an den Pinecraft alias den Marcel. So, Freunde, ja, wieder in der Steini-Flasche. Das kennen wir jetzt schon. Das hatten wir jetzt die letzten Male ja öfters gehabt. Ich bin gespannt. Ich kenne es natürlich noch nicht. Und ich habe auf jeden Fall schon wieder Bierdurst, ne? Ich muss schon wieder mal Bier trinken hier. Das ist schon wieder eine Weile her hier seit gestern Abend. Dann müssen wir ja mal wieder. Achso, bevor ich da aufmache, müssen wir vielleicht noch mal kurz gucken. Ja, also dieses Logo hier, Wolters Pilsener, habe ich mich ja schon zu geäußert bei dem Herbstbier, ne, was wir hatten. Das Herbstbier war durchwachsen gewesen, war sehr speziell. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Pilsener hier kann. Mal sehen, wie das daher kommt. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen-Extrakt ist drin, 4,9% Umdrehungen und ja, kommt wieder so recht schlicht daher. Ne? Aber ich blende ja, versuche ja die Flasche zu finden und dann blenden wir die auf jeden Fall ein. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir da? Da haben wir diesmal in Weiß Wolters Pilsner, steht extra nochmal so drauf bedruckt. Also auf jeden Fall eine separate Kapsel gibt es dann hier. Wunderbar, wem fällt etwas auf, Freunde? Diesmal steht die Flasche nicht auf der rechten Seite, sondern hier auf der linken Seite von mir aus gesehen. Weil ich bin ja Rechtshänder, ich trinke ja immer so, ne? Dann muss ich immer das Glas so machen. Jetzt habe ich überlegt, wir probieren das jetzt mal genauso. Einmal umgekehrt, das ist heute Premiere. Einschenken tue ich aber natürlich mit rechts und da wollen wir mal gucken. Ich entscheide mich mal für einen mittleren Einschank. Wollen wir mal schon ein bisschen Spritzigkeit hier haben und auch ein bisschen Blümchen. So, reicht schon. Kann man es erkennen? So, ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob euch das so gefällt, hier so mit der Flasche auf der Seite oder das Glas lieber auf der Seite. Ich dachte nur, als Rechtshänder ist es cooler. Mache ich fast 1000 Videos hier. Noch beim 1000. Video etwa kommt auf die Idee, hier das Glas umzustellen, weil er Rechtshänder ist. Auch ein bisschen gaga, ne? Naja, egal. So, was haben wir denn da Schönes? Was haben wir denn da? Die Optik täuscht nicht. Ich würde sagen, ist ein Bier. Gibt sich erstmal als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches von der Blume. Ja, ein bis anderthalb Finger beim durchschnittlichen Einschank. Schneeweiß das Ganze. Ja, fein bis mittelporig. Ziemlich viele kleine Luftbläschen sind drauf. Die zerplatzen, die begrüßen einen. Kraterbildung sehe ich jetzt nicht. Wobei ich hier so ein bisschen Zweifel habe, ob die Blume standardmäßig 90 Sekunden im Glas stehen bleibt. Also das sieht so aus wie, ups, dass die doch vielleicht sich recht schnell vom Zerfall her auflösen tut. Aber ich halte es trotzdem mal rein, dass ihr mal so ein kleines Blumenbild bekommt, wie das Ganze aussieht. Ihr merkt schon, ja, da entwickelt sich langsam der Blumenteppich. So soll es sein. Ich schwenke mal kurz das Glas. Ja, ein bisschen bleibt es auch an der Glaswand haften. Ist soweit okay. Ist jetzt nichts Spezielles. Ist nichts ist okay, sage ich mal. Absolut okay. So, ja, Blumenteppich, der bildet sich knapp 90 Sekunden, würde ich sagen. So, was haben wir denn da im Glas? Schauen wir mal, was fällt uns auf? Ganz klassisches Getreidegold. Ne? Schön kräftig, schön satt, Getreidegold, so soll es sein bei einem Pilzbier. Wunderbar, da gibt es jetzt nichts zu kritisieren, nichts zu meckern. Von der Tiefe her, ja, auch absolut solide, ist jetzt nicht sehr tief, ist aber auch nicht verwässert. Es ist ein guter Durchschnitt, wo ich sagen würde. Filtriert das Ganze, ist klar, und die aufsteigende Karbonisierung, die ist hier vielleicht ein bisschen mehr als bei manch anderem Pilzbier. Aber es sprudelt schon ganz ordentlich und perlt gut ab nach oben. Kleinere Perlung, recht gleichmäßig. Ja, bildet schön den Blumenteppich nach. Kann man schön von unten erkennen. Sieht soweit erstmal solide aus. Was kann man sagen? Wie bewertet man sowas? Ich finde, es ist absoluter guter Durchschnitt. Durch die Spritzigkeit. Ich mag dieses Perlen so. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Von der Optik, von der Ästhetik her. Und dementsprechend möchte ich es auch bewerten. 4 von 5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Ich finde es eigentlich recht ansprechend. So, jetzt schnuppern wir mal dran. Mal gucken, was da in die Nasenflügel aufsteigen mag. Mal schauen.
Ah, oha, mal ein bisschen lieblichere Komponenten drin. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es wieder so ein bisschen was Herberes wird, so in diese Richtung. Deutlich wahrnehmbar den Malzkörper, der durchaus Lieblichkeit mit sich führt. Also das ist ganz, ganz deutlich wahrnehmbar. Da ist nichts Saures, da ist irgendwie auch nichts ja, Florales oder so, da gar Herbes zu riechen, sondern tatsächlich eher so eine Lieblichkeit, eine Süße halt. Erinnert mich mehr an so ein Helles. Vom Geruch her. Aber nicht unangenehm, riecht sehr lecker. Doch, das mag ich, das riecht ganz gut. Das riecht richtig gut. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir mal das, was wir am liebsten machen, ne? Hm, genau, der Antrunk, Freunde. Leider weiß ich deinen Namen nicht mehr an denjenigen, der sich das jetzt hier gewünscht hat, also der Zuschauerwunsch, aber du wirst es ja dann wahrscheinlich sehen auf dem Kanal und fühl dich auf jeden Fall gegrüßt. Dann natürlich an den Pinecraft nochmal vielen, vielen lieben Dank für das Halloween-Paket, für diesen Biertausch, hat mich riesig gefreut. Und ja, dann natürlich auf euch Zuschauer, auf das Bier und auf den Genuss. Zum Wohl. Cheers. Ja, saftig. Saftig, das ist das Erste, was mir in den Kopf schießt. Saftig. Ein sehr mildes, saftiges Trinkerlebnis beim Antrunk. Hm? Ja, das Bier läuft rein in den Mundraum, Zunge, Backeninnenwände, komplett benetzt, wieder butterweich das Ganze. Was auch nicht, das ist irgendwie immer weicher. Und ja, beim Herbstbier auch so. Richtig weich und fast schon softig. Dann ist es auch wieder sehr mild. Also es ist wieder so dieses absolut milde. Kein Vergleich jetzt, sage ich mal, mit Hamburg, Berlin oder so. Ne? Da wo so richtig kräftige Biere herkommen. Oder mit Baden-Württemberg. Süffig, das kann ich auch sagen. Es ist richtig saftig, süffig. Hat einen guten Zug drauf. Nachhall hält sich in Grenzen. Hopfen herbe, Blumigkeit, Florales in der Richtung. Habe ich jetzt gar nichts geschmeckt. Jo, erstmal so. Weich und mild und saftig. Das ist so das, was ich jetzt als allererstes wahrnehmen kann beim Antrunk. Ja, da ist erstmal so recht linear, sage ich mal. Das ist jetzt nichts irgendwie, was total nach vorne sticht. Das ist nicht unangenehm, ist aber auch nicht angenehm. Also so ein absolut guter Durchschnitt, finde ich. So, dann wollen wir weiter probieren. Ja, sehr fein abgestimmte Nuance, sehr mild. Auch hier wieder habe ich den Verdacht, das ist ein Pilz, was viel lieber ein helles sein wollte. Hopfenherbe kaum wahrnehmbar, ganz leicht im Hintergrund, merkt man hinterer Zungenbereich, da versucht so ein bisschen was nach vorne zu kommen, wird aber auch sofort zurückgehalten, wird an der Leine gehalten, zack, zurück, jetzt bloß nicht zu herb werden oder so. Das heißt, es ist ein bisschen schade, sehr mild gehopft das Ganze hier wieder. Hatten wir auch beim Herbstbier gehabt. So ganz leicht, eine leichte Blütigkeit. Ja, Fruchtkörper. Auch ganz traditionell überreife Apfel, überreife Birne, so in diese Richtung. Auch Pilzbier typisch. Mich verwundert nur, wo diese Lieblichkeit, die man hier rausriechen kann, wo die im Bier steckt. Das ist so ein bisschen, also da hätte ich jetzt erwartet, dass der Malzkörper hier wenigstens so ein bisschen kräftiger daherkommt. Weil es riecht so danach. Ja, der ist da, den merkt man auch. Ja, der bringt auch tatsächlich, naja. Kennt ihr das, so eine florale, so eine ganz, also jetzt nicht so floral vom Hopfen her, sondern so dieses Getreidige. Diese Getreidige, was so getreidig schmeckt, aber dann so ein bisschen, so ganz leicht so eine Süße mitbringt. So, das kann man auch wahrnehmen, aber ebenfalls an der Leine gehalten. Also wird nicht freigelassen, an der Leine gleich zurückgehalten. Sobald sich das Aroma, die Nuance meldet, ist sofort gleich wieder zack zurück, weil dann ist wieder irgendwie, ne, weg. Warum? Verstehe ich gar nicht. Warum ist denn das so? Pinecraft, erklär mir das mal. Was ist denn da los da bei euch? Ja, wie unterschiedlich doch regional die Biere sein können. Unglaublich.
Ja. Ich glaube, das können wir zusammenfassen. Warum überrascht mich das jetzt nicht, was ich hier schmecke? Wolters Pilsener, Leute, was haben wir damit zu tun? Also, wir haben es hier wieder mit einem extrem milden Bier zu tun, das komplett ohne Spitzen auskommt. Da ist nicht eine einzige Spitze drin, da ist keine Seele drin, kein wirklicher Charakter. Die Textur, die wird so flach gehalten, dass man wirklich mit Mühe und Not, selbst für jemanden, der täglich Bier trinkt und sich damit auseinandersetzt, mit Mühe und Not feststellen kann, ob dann wirklich ja ein bisschen was vom Hopfen zu schmecken ist, ein bisschen was vom Fruchtkörper oder vom Malzkörper zu schmecken ist. Beides, sowohl Malzkörper, schmeckt man tatsächlich raus. Der bringt ein bisschen schön getreidige Lieblichkeit mit. Das finde ich schon mal ganz gut. Allerdings wird er zurückgehalten. Es kommt nicht nach vorne, wo man wirklich sagt, wow, das ist ein intensiver Geschmack, der wirklich ja unverwechselbar ist. Und genau das Gleiche ist parallel verlaufend dann beim Hopfen hinten raus. Ja, im hinteren Zungenbereich, auch da merkt man so ein bisschen was Florales, was wiederum vom Hopfen kommt, nicht vom hier Malzkörper her. Und da merkt man auch so, ja, aber das ist nicht wirklich herb oder so oder angenehmer Zitrushopfen, Aromahopfen oder so. Klebrig ist es nicht, es ist absolut solide. Wenn ich das Ganze aufzeichnen müsste, wenn einer sagt, ey Biersaufler, zeichne mal das Bier auf von den Nuancen, wo da die Spitzen drin sind, dann würde ich am Anfang eine ganz, ganz kleine machen, dann würde ich ganze Weile lang nichts machen, recht gerade und zum Schluss nochmal kurz vorm Runterschlucken nochmal eine kleine Spitze und dann wieder gerade Ausklang und der Nachhall, wenn sich das Bier mit der Speichelneuproduktion verbindet, ist dann auch nicht wirklich da. Da hatten wir auf jeden Fall charakterstärkere Biere schon auf dem Biersüffler gehabt. Auch in der Kategorie Pilzbiere natürlich. Wie schon sagte, es ist wie so ein Pilzbier, was eigentlich viel lieber ein helles sein wollte. So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Ja, jetzt wird es natürlich nur zum Problem, wie will man das bewerten? Ist natürlich immer subjektiv. Ne? Wenn einer sagt, so, na Mensch, so diese ganzen norddeutschen Biere, das ist mir da alles viel zu krass da mit dem Flensburger, mit dem Holsten, mit dem Lübzer, ja, mit dem Jever und meinetwegen auch noch mit dem Schultheiß, das ist mir alles viel zu herb da. Dann kann ich sagen, okay, gut, klar, dafür ist das natürlich besser hier, ne? Weil das ist absolut, da machst du nichts falsch. Und auch hier sage ich, es ist ein ideales Einsteigerbier. Also wenn noch keiner Biererfahrungen hat, wirklich komplett null anfängt, ja, mit dem ersten Bier will er mal am Abend gemütlich mal so zum Abendbrot oder so trinken, ja, wird davor vielleicht auch nur Wein getrunken oder meinetwegen nur Wasser getrunken oder ähnliches und will sein allererstes Bier trinken, dann sage ich, ist hier so ein Wolterspilsner auf jeden Fall zu empfehlen, weil da macht man nichts falsch. Es ist linear, es ist ehrlich, es hat keine großen Spitzen, die irgendwie unangenehm sein können, aber eben auch für uns Hedonisten, sage ich mal, was das zum Verhängnis wird, weil wir suchen ja diese Spitzen, wir suchen das Exklusive, den Wiedererkennungswert. Und aus diesem Grund, ganz klar, ich bin ja immer auf der Jagd nach dem hedonistischen Hochgenuss und der ist hier leider nicht zu finden in diesem Bier, weil einfach zu flach, zu wenig Spitzen drin sind, die charakterstark, die eine Seele haben, einen Wiedererkennungswert haben. Austauschbar, würde dann der Hedonist sagen, war vermutlich. Ne? Und dann wird es nämlich schwierig, mit verbundenen Augen, wie gesagt, das herauszuschmecken. Ne? Das hast du bei Vertretern, wie gesagt, aus Baden-Württemberg nicht, weil die schon sehr eigen sind in ihrer Textur. Gut, bewerte ich aber trotzdem fair, das ist logisch. Objektiv kann ich sagen, qualitativ passt hier soweit alles. Da ist alles absolut super, alles solide, da macht man nichts falsch von der Qualität her, top. Und vom Geschmack, der ist subjektiv, da muss ich sagen, habe ich ja schon gesagt, fehlen mir so die Spitzen und so möchte ich es auch bewerten. Ich gebe hier eine gute Durchschnittsbewertung raus, 3 von 5/6 möglichen Punkten, das ist es mir wert. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Biersüffler.